Wir stehen an der Spitze des größten menschlichen Fortschritts aller Zeiten. Etwas wie ihn haben wir bisher noch nie gesehen. Und er ist völlig unter unserer Kontrolle. Mit Erinnerungseinstellung beginnen. Und Sequenz starten. Was ist mit mir passiert? Sie wurden getötet. Sie haben eine zweite Chance bekommen. Ich habe eine Armee von Soldaten wie Sie entwickelt, verbessert, ausgebaut. Willkommen im Zirkus. Die Technologie in Ihren Adern macht Sie schneller, stärker und heilt Sie sofort. Irgendwas stimmt hier nicht. Die haben dich manipuliert. Nächste Eliminierung festlegen. Sie sind meine Waffe. Sie haben mich erschaffen. Aber Sie können mich nicht für immer kontrollieren. Wir werden dich holen. Ich freue mich darauf. Er kommt hier nicht rein, oder? Keine Chance. Oh Mann. Scheiße. Das war der zweite Trailer zu Bloodshot. Den Film bringt uns Sony Pictures ab dem 5. März 2020 in die deutschen Kinos. Unverkennbar mit Vin Diesel in der Hauptrolle, auch ein Guy Pearce mit dabei und die Verfilmung des Valiant Comics und erzählt die Geschichte des Marines Ray Garrison. Der und seine Ehefrau werden brutal ermordet, aber von den Toten wird er zurückgeholt. Von Wissenschaftlern mittels Nanotechnologie wird er eine Tötungsmaschine mit Selbstheilungskräften und ist damit nahezu untötbar. Und das klare Motiv, denn seine Erinnerungen an seine Frau machen dann Rache aus. Dass er dabei aber manipuliert werden kann, in bestimmte Richtung gedrängt werden kann, haben wir schon bei dem ersten Trailer klar gesehen und auch der zweite hält da jetzt für meinen Geschmack nicht so viel wirklich Neues parat. Wird das nur ein Action-Massaker oder kann das mehr? Für mich ist das persönlich so ein bisschen pseudo-cool, weil gerade in diesem superhellen übermenschliche Kräfte-Genre gibt es sowohl in großen Franchises wie dem MCU oder auch der Welt von DC, aber auch in düsteren Abwägen mit dem FSK 16 in den letzten Jahren so starke Vertreter, dass man auch hier klar sagen muss, okay, was wird dieser Film dann anders können? Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, was bei Bloodshot oder was Bloodshot angeht. Weder der erste Trailer noch der zweite hier kriegen mich so wirklich, weil diese Action eben dann doch relativ generisch daherkommt. Und da muss man das Publikum irgendwie auch nochmal anders anpacken. Wahrscheinlich vielleicht dann am ehesten für Hardcore-Vin Diesel-Fans in erste Richtung gedacht. Aber na gut, schauen wir mal. Ich gehe, wie gesagt, ein bisschen skeptisch an diesen Streifen ran. Erwarte jetzt auch nicht, dass er wirklich noch viel vor dem 5. März an Bewegtmaterial vorher kommt. Bin aber gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt ihr jetzt, Bloodshot müsst ihr unbedingt sehen? Findet ihr saucool oder auch eher nicht so euer Ding? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.